Ja, okay, ich habe vielleicht einfach extrem lange keine Videos mehr gemacht, aber dafür mache ich jetzt wieder eins. Und ich bin mir eigentlich echt verdammt sicher, dass ihr euch wahrscheinlich fragt, was ich so in der Zeit gemacht habe, als ich keine Videos gemacht habe, oder? Ja, seht einfach mal selbst. Guten Morgen an der Stelle. Es ist 11 Uhr. Okay, aber bevor das eigentliche Video losgeht, muss ich euch noch was erzählen. Hallo meine kleinen Schlingel, heute habe ich wieder was ganz besonderes Gruseliges für euch. Und zwar saß ich da um 2 Uhr morgens am PC und habe mir mal wieder die feinsten Unterhaltungsmedien des Internets gegeben. Als es auf einmal um 2 Uhr fucking morgens an der gottverfickten Tür geklingelt hat. Ich war natürlich sofort in Panik. Waren es vielleicht Einbrecher, die meine originalen Yeezy Triple Boost klauen wollten? Oder waren es vielleicht Zahndämonen, die meine Seele durch die Zahnritzen in die Unterwelt ziehen wollten? Naja, auf jeden Fall bin ich dann einfach ins Bett gegangen, ohne die Tür aufzumachen, weil ich fucking müde war, und damit kommen wir dann zum richtigen Teil des Videos. Wie vielleicht ein paar von euch wissen, habe ich jetzt einen Roller. Also so einen, so mit Motor und sowas. Und damit bin ich letztens mit einem Freund ca. 60 Kilometer in eine andere Stadt gefahren. Auf der Hinfahrt lief eigentlich alles perfekt. Das Einzige, was komisch war, waren ein paar andere in unserem Alter, die auch mit dem Roller unterwegs waren. Die dachten dann auch irgendwie, dass sie erstmal auf uns flexen müssen. Deswegen sind sie dann richtig abgefuckt an uns vorbeigefahren. Und einen hätte es dabei fast voll auf die Fresse gehauen. Diese ganze Konfrontation, sag ich mal, sah dann ungefähr so aus. Lass mal so richtig vor dem König da flexen, okay? Jo. Als wir jedoch zurückfahren wollten, hat der Roller von meinem Freund langsam schlapp gemacht. Wir sind dann noch ein bisschen weiter gefahren, bis wir dann letztendlich an einem Auto-Only-Parkplatz angekommen sind, wo dann der Roller endgültig abgekackt ist. Als wir noch dabei waren, dahin zu fahren, sind wir irgendwie an 3 Polizeistreifen vorbeigefahren, ohne rausgezogen zu werden. Auf jeden Fall haben wir dann den Vater von ihm angerufen, dass er ihn und den Roller abholen kann. Aber kurz bevor der dann da war, ist genau zu diesem Parkplatz eine Polizeistreife gefahren und hat da angehalten. Die waren dann da letztendlich nur wegen irgendeinem Lieferando-Typen, der da liegen geblieben ist, aber oh boy, hatte ich einen Herzinfarkt. Officer, ich habe noch eine Pizza mit extra viel Salami für Sie. Mein Freund wurde abgeholt und dann bin ich allein nach Hause gefahren. Das war's eigentlich. Oh, welch höchst interessantes Video hier meinen Augen geschmeichelt hat. Ich werde sofort abonnieren und dem Video einen Like geben. Und ihr solltet das auch tun. Auf Wiedersehen.